So ein paar Kämpfchen hinter uns und da haben wir auch gleich mal eine fette Mission anscheinend vielleicht vor uns. Wer weiß, wer weiß, ich bin schon mal gespannt. Also mit Goku, wahrscheinlich werden wir eh mit dem Goku. Na, irgendeine Intro-Sequenz. Naja, Intro-Sequenz ist auch gut. Naja, immerhin ein bisschen was zum Quatschen haben wir ja. Oh, wenn du wüsstest, ich weiß zwar selber nicht, aber ja. Ja, der hat Kräfte. Oh. Das ist geil. Oh. Ah, Drachenrad, der hört sich auch interessant an. Ah, das wird wahrscheinlich für den einen oder anderen Fan von unserem Goku, wird das sicher so dieses mäßige jetzt geben wahrscheinlich. Der was sich denkt, ja, hol doch einfach die alles in Dragon Balls, wünscht dir das und dann ist alles wieder in Ordnung. Ja, so läuft's aber nicht, Puppel. Man zieht sich. Kommt jetzt vielleicht noch eine spezielle Mission oder wird da aber noch ein bisschen kurz quatscht? Oder vielleicht kommen wir nächstes Kapitel. Hey, nächstes Kapitel wäre aber auch nicht schlecht. Oho. Ein blaues Maxal. Könnte sein, ja, wird sicher von unserem Goku kommen. Allein schon wie der ausschaut. Erinnert mich der ein bisschen an den Grünen da. Und ich muss jetzt natürlich jetzt nicht heißen, dass der jetzt von so einem Goku ist, aber. Boah, nehme ich dann schon an. Anscheinend hat er irgendwas Heftiges beschworen mit dem Birchel. Das war aber nicht das. Ich glaube, das war aber nicht Death Note. Also, naja, der eine hat ja natürlich das Death Note, der wird wahrscheinlich. Naja, vielleicht eine finstere Kopie, keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß. Aber wir haben eine Mission vor uns. Let's go. Servus, GSD, servus. Das ist sogar Shinobi. Ah, Wahnsinn. Schlüsselmission werden es wahrscheinlich. Ja, genau. Da machen wir gleich die Aufklärung in Hongkong. Da werden wir wahrscheinlich dann wieder den einen oder anderen retten müssen. Ja, dann ist mir das. Ja, nehmen wir so ein Sasuke und ein Mischmasch. Ich spiele sowieso immer da gerne mit Sasuke, also. Obwohl jetzt die Kämpfe von Naruto kommen. Ja, danach kommen die von Sasuke. Ich hätte es jetzt sowieso gemacht gehabt. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich so 5, 7. Ja, so circa so 5, 7. Wie ich halt Lust habe dazu. Werde ich das wahrscheinlich so machen. Diese normalen Kämpfe von Naruto, VS, Sasuke und bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Sowas in der Richtung, dass ich das mache. Und dann halt später. Na warte. Oh, schade. Das ist etwas für ein Kind. Das ist etwas für ein Kind. Wurscht. Und dann, dass ich einfach halt wieder ein paar Story-Missionen mache. Ein bisschen auch quaggeln tue mit euch. Ist ja was Nices. Leute! Ist die nicht getroffen worden? Na warte, machen wir gleich mal ohne Shidori. Bist gefickt, Anna. Bist gefickt, habe ich gesagt. Sei gefickt, Alter, depperte. Oh, tschüss. Oh, ich hoffe, dass das weh dann. Hoffen wir es mal, dass das weh dann hat. Und tschüss. Ah, warte, jetzt machen wir es natürlich auch richtig nice. Na wart, na wart, na wart, na wart. Ich wollt cool, Mann. Ich wollt auf cool. Komm her, komm. Ah, oh, der ist schon wieder so weit weg.
So, dann machen wir halt da mal Terrasse. Ach komm, das sollte ich unbedingt ausnutzen. Fickt's euch. Müsst ihr einmal was ausprobieren, na Wahnsinn. Ach, geht leider nicht. So, nimm. Tschüss. Oh, die hat mich jetzt aber gescheit erwischt. Und tschüss. Feuerwasch! Geht doch! Oh, Kakashi hätten wir auch gehabt. Das ist gleich mal ein Schlingel-Clevel, dann. Da wollte ich mal ein bisschen ausprobieren. Jetzt bin ich da so eingeübt mit Naruto. Ich muss aber sagen, erst recht mit Bishuda, aber okay, das ist halt seine Ulti, aber. Also das Rasengan dann hin und wieder mal. Das Rasen.